Ha, Lilo, wir hatten ja im letzten Video so einen kleinen Hinweis auf das sogenannte X-Do-Tool. Darauf gehe ich jetzt nochmal ein. Wir hatten das ja installiert mit sudo apt-get install X-Do-Tool. Ne? Do-Tool, was tust du denn, du Tool? Gut, mit X-Do-Tool, Leerzeichen minus minus help, könnt ihr euch eine Hilfe anschauen. Gut, wenn das nicht aufs Fenster passt, Alt-GR, den senkrechten Strich neben der linken Steuerungstaste und dann More oder Less. Less. Dann könnt ihr mit den Pfeiltasten hoch und runter scrollen und könnt euch das mal angucken. QuickQuit ist das auch schon mal gut. Besser noch Man, ne, dem Man-Pages Manual, also Anleitung X, Do Tool. Und dann seht ihr eine komplette Anleitung von dem Ding. Ne? Und bevor ihr die mal durchlest, mache ich mal ein paar Hinweise, damit ihr nicht durch das Ding so durchstolpert, so wie ich bei meinem ersten Versuchen. Gut. Beispiel, praktisches Beispiel. Ne? Hier in diesem Video seht ihr mich da unten im Video. Ne? Da habe ich Cheese. Die ganze Zeit steht Cheese hier im Video. Ne? Käse heißt das. Alles Käse, was ich hier mache. Gefällt mir nicht. Ne? Jetzt will ich mit dem X-Do-Tool auf dieses Fenster zugreifen, ja, und den Namen dieses Fensters ändern. Das kann man nämlich tun. So, X-Do-Tool. Ne, X-Windows-System. Ne? Wir haben einen X-Windows-Server, der für unseren ja, grafischen Desktop sorgt, damit wir überhaupt mal was sehen. Wir sind nämlich eigentlich nur der Client auf einem Server, nämlich den X-Server. Und deshalb das X. Und Do heißt tun und Tool ist halt ein ja, Werkzeug, um mit diesem X was zu tun. Was tun wir denn? Jetzt wollen wir auf Cheese zugreifen. Jetzt muss X-Do-Tool natürlich erstmal wissen, wo dieses Fenster ist. Ne? Und das X-Window-System stellt eine Window-ID bereit für jedes einzelne Fenster. Und das müssen wir erstmal finden. Ne? Das müssen wir finden. Und dafür gibt es Search. Say. Search. So, und dann möchten wir nach dem Namen suchen, denn den kennen wir schon. Minus, minus, Name. Der ist Cheese. Cheese. So, jetzt schreibe ich den mal groß. So, und jetzt kommen drei Nummern raus. Ne? Was soll denn jetzt die Nummer wieder? Gut, warum drei Nummern? Ich sehe doch nur ein Fenster. Gut, möglicherweise gibt es Subprozesse von Cheese, die man hier nicht sieht. Vielleicht gibt es noch Child-Fenster oder nicht visuelle Objekte von Cheese. Wir wollen nur die sichtbaren. Also ich gehe mit dem Pfeil nach oben mal zurück und sage minus minus only visible und ein Leerzeichen noch dazwischen. Gut, X-Do-Tool soll suchen. Nur nach sichtbaren Fenstern mit dem Namen Cheese. Das machen wir als erstes und da kommt jetzt nur noch eine Nummer raus. Das ist gut. Ne? Den Test haben wir schon mal durch. Wir haben also das Fenster Cheese gefunden. Und in der Man-Page seht ihr was von Chaining. Ne? Man kann jetzt da direkt noch einen Befehl anhängen, damit man überhaupt was tun kann mit dem X-Do-Tool. Ne? Tu doch mal, du Tool. Also, wir machen nochmal clear am besten, damit das hier nochmal ganz clear wird. Clear, was wir denn jetzt tun. Wir greifen mit dem X-Do-Tool auf dieses Fenster zu. Ne? Die entsprechende Prozess-ID haben wir gefunden oder was auch immer, ein Windows-Tag, wie auch immer. Unter Windows würde man sagen, ein Fenster-Handle haben wir jetzt gefunden. Und jetzt können wir mit dem gefundenen Ding weitermachen. Ich mache jetzt mal ein paar Leerzeichen, damit das hier schön groß im Video ist. Und ihr seht, jetzt geht's hier weiter. Ne? Gut, das ist immer noch dieselbe Zeile. Ich mache das hier nur, dass es größer aussieht. Gut, und jetzt set unterstrich. Window. Set Window. Ne? Setze an dem Fenster irgendwas anders. Ne? Und zwar, was denn? Ne? Namen. Minus, minus, Name. Und jetzt können wir zum Beispiel Rank. Ne? Tun. Ne? Also mit dem ersten Teil des Befehls, wie gesagt, das ist ja eine komplette Zeile, die habe ich hier nur optisch ein bisschen umgebrochen, damit ihr es besser seht. Haben wir das Fenster aufgetrieben? Ja, das Window-Handle würde ich jetzt mal sagen, Prozess-ID oder den Stack oder wie auch immer. Und setzen jetzt den Fensternamen auf the Rack ran. Und jetzt drücke ich mal Enter. Und bevor ich Enter drücke,
mache ich das mal so, dass ihr seht, dass sich da auch was ändert. Ich drücke jetzt einfach nur mal Enter und schon steht hier The Record. Gut, ne? Ist doch nett. Ist doch schon mal nett. Das kann man zum Beispiel mit XDo-Tool tun. Ne? In unserem letzten Beispiel hatten wir einen Text eingegeben. In ein fremdes Fenster. Das kann man natürlich hier auch. Ohne das andere Programm, das ich letztens vorgestellt habe. Köptun, XDo-Tool. Nun, wir können natürlich mit Type einen Text typen. Hallo. Nur, ne, das passiert dann natürlich nur in dem Fenster, wo er gerade ist. Und gerade ist er im Terminal. Das ist natürlich doof. Clear. Das ist uns ganz klar. Jetzt müssen wir also irgendwie hier rüber switchen auf G-Edit, damit da der Text eingegeben wird. Ne? G-Edit hier soll hier unten rein. Hier unten rein soll Hallihallo. Ne? Ich möchte wieder auf ein fremdes Fenster. XDo-Tool. Ne? Wieder Search. --- only visible. --- Name. G-Edit. Muss man übrigens nicht in Anführungszeichen schreiben. So. Ja, könnten wir erstmal gucken, ob das funktioniert hat. Ja, bis dahin ist okay. Ne? Findet er also G-Edit. Jetzt geht's weiter. So, jetzt soll G-Edit, wie gesagt, ich mache das hier nur mal, damit man das besser erkennt, in die nächste Zeile rein. Jetzt soll der dieses Fenster einen Fokus bekommen. Was heißt denn Fokus? Das heißt, normalerweise gehe ich mit der Maus hier hin und bing, man sieht's auch, das Fenster ändert sich. Ne? Und wenn ich jetzt was eingebe, passiert das hier. Habe ich hier drauf geklickt, kommt's ins Terminal rein. Ich muss also vom Programm aus XDo-Tool den Fokus ändern auf das Programm, damit es nicht im Terminal landet, unser Text. Gut. Window Fokus. So. Jetzt hat das Fenster schon mal einen Fokus. Kann ich jetzt auch wieder testen. Gut. Und jetzt, nachdem das Window den Fokus hat, dann kann ich typen. Type. Und das Wort Hallo könnte man auch wieder in Anführungszeichen schreiben. Drücken wir mal Enter, gucken wir mal. Ne? Boink. Das hat funktioniert. Jetzt hat automatisch, ohne dass ich die Maus bewegt habe, dieses Fenster den Fokus bekommen und es wurde der Text dort eingegeben. Gut, clear. Nette Geschichte. Gut, wir können natürlich automatisch auch Fenster verschieben. Ne? Wenn ich zum Beispiel dieses Fenster von hier nach da oben verschieben lassen will, könnten wir das gleiche machen wie gerade. Na, gut, wir haben den Teil des Befehls ja schon drin. Na, finde, geedit. Gut, und jetzt sollen wir es noch verschieben. Gut, wie gesagt, ich mache das hier mal in die zweite Zeile. Und zwar Window Move. Wir verschieben das Fenster zu den X-Koordinaten 100 Pixel, 100 Pixel. Unser Bildschirm hat ja eine X- und Y-Koordinate quasi. Er hat eine Auflösung bei mir 1920 x 1080 Pixel. Und die obere Ecke dieses Fensters soll dann bei 100 x 100 Pixel hin. Wir drücken Enter. Wir sehen, das hat funktioniert. Man sieht hier sogar noch spaßeshalber den Rahmen, wo es vorher war. Gut. Und wenn das dann wieder den Fokus haben soll, könnte es man noch mit Window Fokus an hängen. So funktioniert das. Ne? Gibt es viele Funktionen. Man kann auch automatisch Mausklicks ausführen oder Funktionstasten aufrufen. Zum Beispiel XDo-Tool Key F1 wäre die Hilfefunktion. Drücke ich das, kommt vom GNOME Terminal die Hilfe oder wenn ein anderes Fenster den Fokus hat, davon halt. Ne? Nette Geschichte. Muss man mal alles testen. Ob das bei eurer Version so funktioniert, kommt immer auf den sogenannten Composite Manager an. Das heißt, X-Window-System hängt ja sehr stark ab davon, was man hier hat. Zum Beispiel KDE hat KWin. Oder wir haben ja Compiz, ne? Compiz mit 3D Cube. Oder wie auch immer, bei Lubuntu vielleicht wieder was anderes als bei Kubuntu. Muss man einfach mal testen. Clear. XDo-Tool finde ich gut. Ich hoffe, ihr habt mir geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.